Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Koji, wir spielen Assassin's Creed. Ich mag das immer noch sehr gern. Und wir wollen mal da zu den Aussichtspunkt gehen, um den zu beaussichtigen. Und dann wollen wir mal, jeder ist noch. Hier in der Nähe ist noch ein, ja, ein goldenes Fragezeichen. Und ich möchte gerne mal wissen und gucken mit euch gemeinsam, was sich denn dahinter oder dahinter verbirgt, so rum. Verhandlungslevel ist schon ein bisschen gesunken. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem noch unsere Aufmerksamkeit haben. So, können wir mal nach unten springen. Okay, hier war auch noch eine Mission. Keine Ahnung, wer das ist. Also, weiß ich jetzt nicht, wohin zu stecken. Aber wir gucken mal dahin und machen die nochmal eben fit. Hallo? Pass auf, du bedeutungsloser Wurm! Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch eine verirrte Anhängerin des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet er nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Was sind das für Utensilien? Nur einige medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Oh.
Nee, komm, kostenlos. Ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen. Okay. Das ist ja noch weit weg. So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Na gut, wir haben ja hier noch den Aussichtspunkt entdeckt. Können wir ja schnell zurückreisen. Aber gucken wir erstmal hin und mal schauen, was uns da erwartet. Hier unten ist noch ein Baum. Oh, davon ist noch einer. Wir brauchen ja Holz. Ganze Menge davon. Lassen das Thema Tier sein und gehen einfach mal weiter. Und ignorieren es mal. Nase juckt. Oh, noch Baum. Hier noch ein Steinchen. Ich will doch gar nicht hier was von euch. Wir müssen noch ein bisschen uns bedeckt halten. Dass wir es bald mal loswerden. Machen wir noch kurz, wenn wir schon da sind. Wer weiß, was es gut ist, wenn wir das jetzt schon entdecken. Und nochmal kurz hier drauf. Nicht so sonnig heute. Und gleich sind wir da. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nee, darfst du nicht. So, jetzt hüpft noch sein Schild nicht weiter. Ah, läuft nicht gut. Wobei der Kampf ja fast vorbei. Nein, es gehen alle weg. Noch einer? Ah, so ein Mist.
Na toll. Wieder ins Leere gehauen. Feuer ist nicht gut. Und weg war's. So ein Mist. Nicht geschafft. Da war ich wieder etwas zu voreilig. Was ist das? Nein, 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 nein. So ein Mist. Alles versaut. Toll. Na toll. Wurden wir wieder erwischt. Sind gestorben. So ein Mist aber auch. Na, mal gucken, wann es weitergeht und wo wir sind. Vielleicht lassen wir auch den Ort, wo wir gerade waren, mal links liegen. Denn wir waren ja hier. Und wir gehen einfach weiter. Das hier ist immer noch alles so, wie es sein sollte. Aber wir möchten ja erstmal nichts weiter riskieren. Klettern mal hier hoch. Also wir klettern mal hier hoch. Sie klettert nicht. Warum klettert sie nicht? Los hoch mit ihr. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Nein. Ich wusste, dass du und deine Patienten es brauchen. Das reicht mir völlig. Das ist bewundernswert. Wie war noch gleich dein Name? Cassandra von Sparta. Sehr erfreut, Cassandra von Sparta. Wie kann ich dir helfen? Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich, doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Oh, viele Fragen. Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Ihre Abwesenheit. Ja, ja. Mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Phidias. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Gegen mich. Wer bin ich, dass ich einer Söldnerin sagen könnte, was sie tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg.
Hat Krüses deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht, aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über alle Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Was ist eigentlich so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes, auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Okay. Ich habe mehrere angenommen. Dann gucken wir mal, was hier in der Nähe ist. Nee, dich nicht. Keine Ahnung. Hier sind wir. Muss ich doch mal das Quest raussuchen? Der nächste bitte wird es, glaube ich, sein, oder? Ja. Okay, wo ist die? Ach so, muss ich das wieder suchen. Oh. Na gut. Wir gehen mal nördlich. Hey. Aber wir wollten ja eigentlich noch... Oder... Na gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Haben wir noch was vergessen oder jemanden? Das war noch Zeit, wo es alles Kopfschüsse waren. Boah. Und jetzt zu mir kommen? Und bitte nicht? Ui, ich brenne fast. Den, also die erste Person sind wir schon mal losgeworden. Was bist denn du für ein Rieser? So, schön. Der lebt noch. Das ist ja gut. Unterbrich uns doch nicht. Schön. Ich weiß immer nicht, warum ich alle retten musste, oder? Meistens stemmt er eh wieder.
Na gut. Egal. So. Retten wir noch den da vorne. Schön. Haben wir alles abgeschlossen? Können wir weitergehen? In der Hoffnung, dass ich mich ins richtige Örtchen begebe. Ich weiß es natürlich nicht, aber müssen wir mal gucken, mal schauen. Achso, ich wollte gerade gucken, was du bist. Aber du warst nur ein Ziege. Pack's weg. Wenn wir schon dran vorbeilaufen, können wir es auch mitnehmen. Auch noch entdeckt. Wird es das sein? Ja, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, zu klein. Müsste vielleicht dann doch mal nach da. Das sieht ziemlich gut aus. Komm, laufen wir gleich weiter und gucken, ob das die richtige ist, ob ich jetzt hier komplett verlaufen habe. Kommen wir halt später noch einmal zurück und erledigen da alle. Und es ist es näher. Krass. Ist natürlich riesig, also das... Ui! Gottes Willen! Ich glaube, ich habe immer noch nicht alles gefunden. Irgendwas gibt es hier noch. Ja, hier können wir uns erstmal austoben, also das dauert jetzt bestimmt ein Weilchen. Geht's hier irgendwo rein? Sollte es. Würde mich zumindest freuen. Sehr tief ist es. Hier? Auch nicht. Sehr ungünstig. Hier? Auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ganz ehrlich. Nimm mit. Brauch mal. Das ist nicht das, wo wir hin wollten, aber nichtsdestotrotz müssen wir es mal kaputt machen. Vielleicht finden wir auch noch mal irgendwas Interessantes. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du hast keine Chance. Total einfach mein Kampfstil, aber ja, effektiv.
Lauf, flieh. Da läuft ein Gefangener rum und es interessiert so keinen. Ah, das könnte ein bisschen schief gehen. Was für eine schöne Truhe. Oh, war ich gerade erschrocken, weil da einer rumläuft. Läuft. Geht's hier? Nein, geht nicht. Komm her. So. Haben wir auch erledigt? Kannst auch fliehen. Und wir brauchen... Gibt es immer noch 5 Gefangene? Ich weiß nicht wo. Also... Keine Ahnung. Hier geht's runter, aber hier wollen wir noch nicht unbedingt hin. Oh, da waren wir doch. Habe ich liegen lassen. Der ist riesig. Ich klettere noch mal kurz, weich ein wenig nach draußen, um das Ganze ein bisschen zu zwischenspeichern. Nicht, dass wir da jetzt reingehen und sterben. Möchte ich nicht. Wo geht's denn hier runter, bitteschön? Also irgendwo geht's hier runter und da verbirgt sich auch noch das eine oder auch das andere. Aber ich weiß nicht, wo es da hingeht. Okay, sind nicht gerade die hier geschicktesten Leutchens. Ach so, das ist... Oh!
Komm, lass mich ein. Oh, weg. Na toll. Habe ich gerade befreit? Könnte sein, dass wir vielleicht nochmal gegen sie kämpfen. So. Aber nicht mit uns. Okay. Lief ja gar nicht mal so dumm. Jetzt. Nur den Weg finden, wie es nach unten geht, um doch die restlichen Leute zu befreien. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ist hier eine Tür? Nein, Türen können wir nicht aufmachen. Boah. Vielleicht hier durchspringen? Und einer fehlt noch. Ich suche noch einen Gefangenen. Ich weiß überhaupt nicht, wo der sein soll. Ist da unten noch was? Da ist noch keine Ahnung und... Kiste? Okay, aber ich suche noch einen Gefangenen. Und es ist der, den wir umgebracht haben, die eine Person. Das ist ja doof. Ach. Tja, du bist nicht. Du? Nein. Das ist dich auch so gar nicht für uns. Wir gucken nochmal nach hier unten rein. Und machen das noch mit. Boah, es ist dunkel. Wird mal heller. Rührt sich nicht. Oh, der Weg ist versperrt. Also hier komme ich dann eventuell raus. Ach, ich dachte, es wird total einfach. Oh. Wir müssen ja eh nochmal zurückkommen und nochmal einen... Hat das schon mal hier geregnet? Weiß ich überhaupt nicht, wo ich hier reinkomme. Das ist doof. Alles ein bisschen fertig, weil ich hier noch mal jemanden suche. Wir brauchen nicht mehr vier. Wir gucken noch mal kurz.
dass wir wenigstens noch die eine Person finden zum Befreien. Nee. Nee. Auch nicht irgendwo hier. Ah, da. Gut. Die befreien wir noch. Die eine Person, da haben wir wenigstens hier die Burg gemeistert. Schön. Geschafft. Was für ein Riesending. Das Kopfgeld ist auch weniger geworden. Und ja, was... Wir suchen immer noch, wo es weitergeht, aber das ist kein Problem. Das finden wir noch beim nächsten Mal. Vielleicht finden wir noch mal für... da ein Eingang. Das Beste, wo ich denke, dass es da weitergehen kann, wo wir gerade waren. Also das, wo ich sage, komm. Da wird es weitergehen. Oder da müsste was in der Nähe sein. Aber das machen wir auch alles beim nächsten Mal. Durchqueren wir das hier und durchsuchen das da noch. Oder ich finde vielleicht jetzt gerade eine Möglichkeit. Aber das sieht alles so... Ah, Drachmen, 4 Stück. Super hier. Können gerne mal ein paar mehr sein. Aber hier ist auch nichts. Wo man jetzt sagen könnte. Da ist was im Weg. Nee, geht nicht. Brauche einen anderen Weg. Hier kommen wir raus. Aber das machen wir das nächste Mal. Da suchen wir uns. So. Na, vielleicht nicht das nächste Mal. Wir machen es irgendwann mal. Kommen hier zurück. Wir müssen erst nochmal die Burg finden. Die andere Festung. Und dann nochmal gucken, ob wir die dann. Ja. Da geht's dann weiter. Wir wollten ja noch zum Dings gucken. Zum. Goldene Fragezeichen. Aber das machen wir auch. Das dann ein anderes Mal. Wir gucken mal, was sich da oben verbirgt. Und ich kann gerade sehr viel gucken. Und es ist schon viel zu spät oder viel zu lang. Ach, ich lerne es nicht. So Mist. Wir schauen mal, was sich denn hier hinter diesem Fragezeichen verbirgt. Ohne es zu machen. Okay. Uah, Attacke! Warum haben die alle Bären? Warum haben wir keinen Bären? Wir haben Vogel. Wer kommt, ist eine schöne Vogel. Aber ich will auch einen Bären haben. Da hat sie noch eins? Oh Gott, das will. Okay. Das, ja, machen wir erstmal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Das dürft ihr gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und viele Däumchen hinterlasst. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Kochi. Bye.